Wisst ihr was? Es gibt eine Arbeit, die ich jeden Tag mache, ohne langweilig zu werden. Das ist Deutsch unterrichten. Statt eine Ferienreise zu machen, habe ich meine Zeit in einem Verein verbracht, um den Migranten dort Deutsch beizubringen. Ein paar Mal in der Woche bin ich in eine Grundschule gegangen und habe die Kinder dort beim Deutschlernen unterstützt. Sie sind meistens Kinder aus armen, zugewanderten Familien, die vor dem Schulbesuch kein Wort Deutsch sprechen. Ihr könnt euch vorstellen, wie schwer es für sie sein muss. Die Arbeit habe ich mit Liebe gemacht. Ich liebe es, mein Wissen zu teilen und ich liebe es, Menschen zu helfen. Daher habe ich diesen YouTube-Kanal für euch erstellt. Ich möchte meine Lernerfahrungen mit euch teilen, um euch den Einstieg zu erleichtern. Als ich mein allererstes Video vor fast einem Jahr gedreht habe, habe ich nie erwartet, dass sich viele Leute mein Video anschauen. Mittlerweile hat es mich aber sehr gefreut, dass ich durch meine Videos viele Freunde kennengelernt habe, die sich auch für die deutsche Sprache und für Deutschland interessieren. Ohne eure Anregungen hätte ich es nicht schaffen können, weitere Videos zu machen. Herzlichen Dank dafür! In den letzten Monaten war ich wegen meiner Arbeit in Singapur wahnsinnig viel unterwegs. Die Ideen für meine Videos habe ich mir daher meistens am Flughafen ausgedacht und zu Papier gepackt. Trotzdem hat es mir sehr viel Spaß bereitet, denn ich weiß, ich mache etwas Sinnvolles. Meine Videos habe ich nach euren Interessen und eurem Bedarf gemacht. Und jetzt möchte ich auch auf eure Wünsche eingehen. Ein Online-Deutschkurs für Anfänger. Egal wo ihr wohnt, könnt ihr auch daran teilnehmen. Ihr müsst nicht einmal euer Haus verlassen. Ihr bestimmt, wann und wie ihr lernen wollt. In kleiner Gruppe werde ich euch persönlich betreuen. Tägliche Vorschlagsarbeit und wöchentliche Tests. Das alles hängt darauf ab, dass ihr das Niveau 1 in kurzer Zeit erreicht. Lernen soll Spaß machen. Das will ich euch zeigen. Wenn ihr euch für den Kurs interessiert, meldet euch bei mir für weitere Informationen. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen. Bis bald!